Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute dem Jahresrückblick meiner Hörbücher. Denn heute ist tatsächlich schon der letzte Donnerstag im Monat und auch der letzte Donnerstag im Jahr. Und wie auch bereits die letzten 2 oder 3 Jahre möchte ich auch meinen Hörbüchern, meinen Hörgenüssen ein besonderes Video widmen. Ich war leider die letzten knapp 2, 2,5 Wochen ein bisschen ausgenockt, weswegen es auch zum Beispiel am Heiligabend kein Video irgendwie gegeben hat, keine Bücherwochen gegeben hat. Aber ich möchte heute auf jeden Fall schon den Jahresrückblick einläuten. Ich denke, dass es an Silvester dann auch den restlichen buchigen Jahresrückblick geben wird. Ich hoffe, dass ich den in den nächsten 1, 2 Tagen dann auch fertig machen kann, drehen kann. Und dann wird es auf jeden Fall noch Neuzugänge geben und dann auch so ein bisschen der Büchermonat, das dann alles dann in der ersten Januarwoche. Ja, wir sind beim Hörgenuss des Monats, bei den Hörgenüssen der Jahre, und ich bin natürlich nicht alleine an diesem Donnerstag im Monat, sondern es gibt ja auch die 3 anderen Mädels der Stammcrew, die liebe Ruth, die liebe Steffi und auch die liebe Christine, und ich packe euch die Kanäle wie immer unten in die Infobox, auch die Playlist vom Hörgenuss findet ihr immer unten in der Infobox, also schaut da super gerne mal vorbei, wenn ihr euch dafür Hörbücher, Podcasts und so weiter interessiert. Ja, ich bin noch ein bisschen stimmlich, nicht ganz auf dem Damm, aber ich hoffe, dass es einigermaßen für euch auch anhörbar ist, und wollte jetzt einfach so ein bisschen das Hörbuchjahr Revue passieren lassen. Ich kann so viel sagen, dass das Jahr schon so ein bisschen schwierig, also das Lese-Hörjahr ein bisschen schwierig war. Ich glaube, man hat es gerade so im Oktober, November und auch Anfang Dezember gemerkt, dass ich mich über jedes Highlight wahnsinnig gefreut habe, weil es dieses Jahr doch so ein bisschen eher floppiger unterwegs war. Aber dazu dann, denke ich, am Samstag mehr. Ja, ich habe bei den Hörbüchern 46 Hörbücher gehört, was tatsächlich gar nicht schlecht ist, wobei es auf jeden Fall weniger ist als im Vorjahr, denn da waren es 52. Also wenn man sonst eben sagt, dass ich, oder ich sonst immer sage, ich habe so ein Hörbuch pro Woche, hatte ich hier definitiv ein bisschen weniger, was vermutlich auch so ein bisschen an dem März liegt, wo ich mit Corona krank war, als jetzt auch im Dezember, wo ich auch eine Woche weder was gehört noch habe, und auch im Sommer ich durchaus auch mit Weasley, als er dazu kam, so ein bisschen weniger Zeit hatte. Also es lässt sich so ein bisschen erklären, dennoch ist 46 wirklich eine ganz, ganz tolle Zahl und freut mich sehr, dass es doch so viele Hörbücher geworden sind. Neu dazugekommen sind 48. Ich habe also 2 Hörbücher im Grunde aufgebaut auf meinem Sub, was aber absolut in Ordnung ist, denn gerade auch in den letzten 4, 6 Wochen habe ich vermehrt auch ein bisschen darauf geachtet, dass es dann vielleicht doch das ein oder andere Hörbuch wird, anstelle ein echtes Buch. Einfach, wenn ich im Januar auf Reisen bin, dass ich da ein bisschen was Digitales dabei habe. Und ich hatte auch, ich glaube mal, 2 Probemonate bei BookBeat und jetzt im Dezember ein Angebot. Und da ist natürlich trotzdem, obwohl man das Buch vielleicht dann gar nicht zu Ende gehört hat oder nur reingehört hat, hat es am Ende, gerade wenn man es abgebrochen hat, ja trotzdem als Neuzugang gegolten. Und da kommt natürlich dann auch einfach ein bisschen mehr dazu. Aber absolut im Rahmen, 48 neu, 46 gehört, alles perfekt. Es gab insgesamt nur, und das ist wirklich gefühlt, also gar keine gute Quote, 8 Highlights. Also 8 von 46, das ist wirklich nicht gut. Also das muss ich echt sagen, nicht mal im Grunde 20%, oder waren das dann 20%? Kopfrechnen schlecht, fand ich tatsächlich, nicht ganz, fand ich tatsächlich schon schade. Aber das bildet, glaube ich, bin ein bisschen gespannt auf die Jahresstatistik, so mein Gefühl ab, dass ich zwar schon mengenmäßig gut immer dabei war, immer wieder gelesen habe, immer gehört habe, aber so die Lebenslese-Highlights doch eher knapp gesät waren. Im Gegenzug zu 8 Highlights befinden wir tatsächlich 12 Bücher, die ein Flop waren bzw. abgebrochen waren. Ich habe das jetzt nicht unterschieden. Das ist natürlich, wenn man irgendwie überlegt, 12 von 46, das ist natürlich schon eine ganze Menge, muss ich ehrlich sagen. Es spiegelt aber auch hier so ein bisschen mein Gefühl des Jahres wider, dass ich gefühlt keinen guten Griff hatte, was irgendwie Neuzugänge angeht, was ich tatsächlich mega schade finde, aber manchmal ist das eben so. Na, und ich habe auch das Gefühl, und mir erzählen das auch ganz viele immer mal in den Bücherwochen oder auf Instagram, dass es einigen tatsächlich auch einfach so geht, dass man zwar irgendwie immer Lust auf die neuen Bücher hat, die man da hat, aber
ja, es eben manchmal eben nicht so der das zündende Buch irgendwie war, was dann irgendwie einen begeistern konnte. Ja, es gab neben Hörbüchern aber natürlich auch Podcasts, die ich gehört habe. Und da blende ich euch mal meine Spotify Top 4 ein vom Jahresrückblick, die Hörbücher, die ich gehört habe. Und ich glaube, ich habe gefühlt alle wahrscheinlich auch schon mal irgendwie vorgestellt, habe ich so das Gefühl. Auf Platz 1 sind Cowlitz Hills, also die Cowlitz-Brüder Tom und Bill. Wenn sie über ihr Glamour, normales, bodenständiges Leben, was auch immer für ein bunter Mix erzählen. Ich lausche ihnen wöchentlich super gerne. Ich war und bin auch nicht unbedingt der größte Tokyo Hotel-Fan, aber die beiden, wenn sich da irgendwie über Hollywood unterhalten, das macht mir persönlich so viel Spaß und es hat nichts so klatsch-tratschiges irgendwie zu tun und es ist so, ja, man hat so ein bisschen das glamouröse Leben von Bill und das bodenständige irgendwie, bodenständig von Tom und ich mag diese Mischung und diese Dynamik der beiden super gerne und lausche da wirklich wöchentlich super gerne. Sei hier Gast ist ein Disney-Podcast, auf den mich die liebe Becky gebracht hat. Wie sollte es auch anders sein? Meine Disney-Freundin in Crime, ja, der ich hier oben auch so meine Nuimo-Leidenschaft zu verdanken habe. Und hier haben wir zwei Mädels, die eben über Disney sprechen, über die coolsten Filme, die schlimmsten Tode, die coolsten Bösewichte und so weiter, die aktuell sich allerdings in der Pause befinden, weil eine der beiden frisch Mami geworden ist. Aber ich hoffe sehr, dass es im nächsten Jahr weitergeht. Auch hier habe ich jede Folge sehr genossen und es hat immer super viel Spaß gemacht, wenn man selbst irgendwie denkt, dass man ja nerdig irgendwie unterwegs ist und ja, dann findet man einfach Menschen, die genauso unterwegs sind, wenn nicht sogar tiefgründiger irgendwie drin. Also es ist total schön und da habe ich super gerne gelauscht. Ja, nach wie vor Hagrids Hütte. Mittlerweile sind die beiden Jungs im Buch 6 angekommen. Ich selbst habe im Dezember 1 und 2 bis jetzt zumindest beendet und ich kann dem immer wieder lauschen. Ich lausche denen jetzt, glaube ich, 3 Jahre. Ich weiß gar nicht, wann das tatsächlich angefangen hat. Es müsste auf jeden Fall so vor oder um Corona irgendwie gewesen sein, diese faszinierende Zeitrechnung. Geht es euch auch manchmal so, dass was davor und danach? Und ja, aber ich lausche ihn auf jeden Fall schon sehr lange und ich höre auch gefühlt wirklich fast jede Folge. Und jetzt sind wir, glaube ich, wirklich schon im 6. Buch. Das heißt, es gibt noch ein paar irgendwie, was dann das 7. Buch angeht. Und ich denke mal, dass dann vielleicht irgendwas anderes kommt. Mal gucken, was sich die beiden Jungs einfallen lassen. Und das ist natürlich auch so die haben ja pro Folge, besprechen die ein Kapitel des Buches und gehen da halt auch sehr tief rein, auch mal, was ist unlogisch, was passt vielleicht auch gar nicht zum ganzen Plot, was wird nicht aufgeklärt, was bleibt so in der Luft, was finden die gut, was irgendwie nicht, welche Entwicklungen ergeben sich und die gucken dann auch immer die Filme im Anschluss und machen da auch nochmal einen Vergleich, also richtig cool, also auch sehr nerdig, aber macht auf jeden Fall Spaß. Und auch Buchingers Tagebuch, also der Podcast von Michael Buchinger, dem lausche ich auch super gerne. Und ich mochte schon immer seine YouTube-Videos, die ein bisschen rarer jetzt gesät sind. Ich fand seine Hasslisten immer so großartig, weil das oft so kleine, banale Dinge waren, aber in die man sich wirklich so wunderbar reinsteigern kann. Und ich lausche ihn gerne. Ich mag diese 20, 25 Minuten einmal in der Woche, was bei ihm so los war, wie er jetzt Marathon gelaufen ist, sein neues Buch herausgekommen ist, wenn er auf Reisen ist oder Auftritte hat, wie sich sein Kabarettprogramm irgendwie ergibt. Also ich höre dem super gerne zu und ich mag auch so ein bisschen diesen österreichischen Schmäh, den man so hört, diesen Dialekt und also das waren so die 4 Podcasts, wo ich auch wirklich vom Gefühl sagen würde, das sind die wo ich gefühlt wirklich jede Folge höre und deswegen passt das tatsächlich ganz gut. Gibt natürlich auch noch den Podcast Weltwach, dem ich immer wieder gerne zuhöre, gerade wenn es dann einfach Länder oder Abenteuer betrifft, die ich super gerne dann eben auch verfolge. Ich habe auch den ein oder anderen Hunde-Podcast in diesem Jahr für mich entdeckt, aber natürlich eher in der zweiten Jahreshälfte, habe mich da auch so ein bisschen durchgehört. Also es gibt schon ganz wunderbare Dinge. Es gibt auch Meditations-Podcasts, wo ich mir immer mal eine Folge rauspicke, was ich eben gerade suche. Aber die 4 sind, glaube ich, tatsächlich die, wo ich keine Folge in irgendeiner Art und Weise verpasse. Und dann haben wir ja schon gehört, dass es, muss man auf den Spicker schauen, 8 Highlights gab. Und ich muss echt sagen, ich wollte jetzt eigentlich so
ein bisschen über ja, die Top 3 spreche. Fand das aber tatsächlich dann so schwierig, weil ich dachte, von den wenigen jetzt auch noch was kürzen. Vor allem habe ich, glaube ich, zu zweien, glaube ich, die sind auch in den Jahreshighlights mit vertreten gewesen. Aber ich denke, wir reden vielleicht grob einfach so ein paar über 3, 4 Hörbücher, die ich dieses Jahr besonders gefeiert habe. Zum einen die 13,5 Leben des Captain Blaubär von Walter Mörs. In die Welt bin ich ja jetzt, glaube ich, auch vor 2 Jahren irgendwie eingetaucht und habe auch, ich glaube, noch 2 Bücher auf dem Sub von Walter Mörs hier. Und nächstes Jahr ist ja auch was Neues angekündigt, glaube ich, für September, wenn ich das richtig im Screenshot vor Augen habe, den mir die liebe Becky geschickt habe. Und ich liebe diese Welt. Ich fand 13,5 Leben des Captain Blaubärs richtig toll. Ich habe auch das Buch hier, habe mich aber dann auch fürs Hörbuch entschieden. Und es war wunderbar gesprochen. Es ist eine so fantastische Welt, die so viel Fantasie in mir freisetzt und mir richtig, richtig großen Spaß macht. Und ich hatte da wirklich eine große Freude, dem zu lauschen. Dann auch gehört 50 Sätze, die das Leben leichter machen, von Karin Kuschnick. Glaube ich, das Buch steht schon da. Ein Buch, ein Hörbuch, was sie selbst gesprochen hat und wo es so viele Sätze gibt, die ich ganz, ganz bedeutend und toll fand und die ich auch so ein bisschen verinnerlicht habe, die ich mir auch immer mal wieder angucke. Und ja, allein dieses, es ist so, wie es ist, wie es ist. Ich liebe diesen Satz, das denke ich mir so häufig, das ist wirklich ein Satz, der einfach mit Dingen auch abschließen lässt und man dann einfach mal nicht mehr drüber nachdenkt. Und es sind so tolle Sätze und es sind nicht nur die Sätze, es sind auch die Geschichten dahinter, was die bewirken, welches Mindset man im Grunde so ein bisschen im Kopf damit bekommt, worüber man mal nachdenken kann, Denkimpulse. Also wirklich ein Hörbuch und Buch, was ich sehr empfehlen kann. Das war auch so ein Highlight, dass es dieses Jahr bei mir als echtes Buch eben eingezogen ist und wurde auch in einen der Adventsvideos, und da kann ich euch die Playlist auch mal gern verlinken, auch drüber gesprochen habe. Dann auch ein überraschendes Highlight, die 6 Kraniche von Elizabeth Lim. Da kommt jetzt Ende Januar auch der 2. Teil. Ist ja von einer asiatischen Legende, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, inspiriert, wo wir eine Prinzessin haben, die eine Stiefmutter bekommt und dann werden ihre Brüder zu Kranichen verwandelt und sie darf im Grunde nicht sprechen, denn dann stirbt einer ihrer Brüder als Kranich. Und weil eben die Stiefmutter vermeiden möchte, dass sich die Kinder bei Hofe irgendwie einmischen und sie dann eben auf Reisen geht in diese fantasievolle Welt, die wirklich wunderbar bildhaft beschrieben ist, wir tolle Charaktere haben. Ich wirklich ganz fasziniert war von dieser Welt, die hier erzählt wurde. Es war spannend, es gab tolle Plot-Twists, die ich nicht habe kommen sehen und ich wirklich Spaß hatte, hier in der Welt unterwegs zu sein. Ich mich sehr, sehr, sehr auf den 2. Teil freue, der dann Ende Januar herauskommt. Ich werde nochmal so grob natürlich in meine Bücherwoche gucken, zum 1. Teil meine Notizen mir nochmal so ein bisschen angucken. Aber das ist so, wo ich zumindest so eine Welt wirklich vor Augen habe und das war wirklich sprachlich richtig, richtig toll. Mit ihrem Debütbuch, das habe ich, glaube ich, auch als Hörbuch hier oder als E-Book. Ich bin mir gerade ganz sicher, das ist das mit so einem Kleid vorne drauf, wo es um ein Mädchen geht, was irgendwie Schneider am Hof werden möchte. Das habe ich aber noch hier, das habe ich noch nicht gelesen. Und ja, das sind, glaube ich, so die Top 3 Hörbücher. Natürlich Harry Potter. Ich habe jetzt, während ich krank war und auf der Couch rumlag und nichts lesen konnte, wieder mit Harry Potter begonnen. Ich habe Teil 1 und 2 jetzt im Dezember gehört und das sind sowohl von den Büchern, von der Geschichte, von den Charakteren als auch vom Hörbuch wirklich Hörgenüsse und Highlights. Alleine wie Rufus Beck diese Geschichten erzählt. Ich weiß, es gibt auch Leute, die das nicht mögen. Ich höre ihm super gerne zu und mir macht das wirklich großen Spaß, hier Harry Potter zu lauschen und zu folgen. Und eigentlich wollte ich dieses Jahr nicht mehr irgendwie mit den Rereads anfangen und auch nicht gleich im nächsten Jahr. Aber jetzt, wenn man einmal drin ist, na, und zu Weihnachten gab es jetzt auch den 5. illustrierten Band. Da freue ich mich dann während des Hörens auch so ein bisschen drin rumzublättern. Das habe ich bei den anderen Büchern auch immer bei den Rereads gemacht. Und ich habe da einfach immer große Freude an dieser Welt. Und gerade wenn es mir nicht gut geht, ist das eine Welt, in die ich mich gerne zurückziehe und eintauche und einfach große Freude dran habe. Und ich denke, da wird es im Januar dann auf jeden Fall auch weitergehen. Und ja, das war so ein bisschen das Hörbuch. Ja, es ist so ein bisschen ein gemischtes Gefühl, dass halt wirklich nur 8 Highlights von 46 Büchern, das ist schon... Ich wünschte mir da eine andere Quote, aber man kann sich das natürlich nicht vornehmen, beziehungsweise
kann man manchmal eben das Gefühl haben, also man kauft ja schon ein Buch, weil man vermutet, dass einem das gefällt, dass einem das begeistert. Vielleicht nicht immer, dass es das Lebenshighlight wird. Ich glaube, das wäre zu vermessen, das von jedem Buch zu erwarten. Aber dass dann irgendwie nur 8 Highlights von 46 Hörbüchern, das ist schon, das ist eine Quote, die mir nicht ganz so gut gefällt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, dass das im nächsten Jahr besser wird, dass ich ein besseres Händchen habe, was im Grunde Neuzugänge angeht. Und ich bin auch wirklich sehr gespannt auf meinen eigenen Jahresrückblick. Ich habe noch nicht alles fertig und in Listen und so eingetragen, was da dann im Grunde unterm Strich irgendwie rauskommt, was dann da das Ergebnis sein wird von den Highlights und den Prozenten und so weiter. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Aber das Gefühl ist schon so ein bisschen in diese Richtung, dass dieses Jahr so nicht ein erfolgreiches Lesejahr war mit vielen Highlights, die dann irgendwie ins Highlight-Regal gezogen sind. Was tatsächlich ein bisschen schade ist, aber gut. Ihr könnt mir jetzt natürlich gerne in den Kommentaren schreiben, was euer Highlight-Podcast war, welche Hörbücher ihr gefeiert habt, wie vielleicht auch so grundsätzlich euer Lesejahr war, wobei vielleicht heben wir uns das auch für den kommenden Samstag auf oder Sonntag. Mal gucken, wie ich das Video fertig bekomme und gedreht bekomme. Und weil ich auch zwischen den Jahren ein paar Stunden jeden Tag auch arbeite, aber na, man möchte ja auch noch ein bisschen die Weihnachtsstimmung genießen und da nicht ganz so dann aufs Video drehen irgendwie, ne? Also, aber es muss man natürlich auch so ein bisschen integrieren, aber man möchte da natürlich auch die Weihnachtszeit auf jeden Fall genießen. Aber ich bin natürlich sehr gespannt, was ihr vielleicht für Hörbuchtipps, Podcasttipps oder Hörtipps habt. Lasst uns da gerne in den Kommentaren austauschen. Und ja, der erste Jahresrückblick ist nun sozusagen hier für euch zur Verfügung gestellt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unseren Hörgenüssen und habt da immer Freude und Fieber dem letzten Donnerstag im Monat auch so ein bisschen hin. Ich bin sehr gespannt heute auf die Abo-Liste. Also an diesem Donnerstag heute auf die Abo-Liste und auf die Videos der anderen Mädels und freue mich da wirklich sehr und ja, freue mich da immer über Videos. Und ja, danke euch jetzt auf jeden Fall fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, letzte schöne Tage in 2022. Und wenn wir uns vorher nicht mehr sehen oder hören, auf jeden Fall auch schon einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und danke euch, dass ja, ihr jetzt hier beim Jahresrückblick mit dabei wart. Und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.